Von Kahn und Brazzo kommen wir nun zu einem etwas größeren des Fußballs, Pelé. Legenden sterben nämlich nie, das dachten sie sich wohl auch in Brasilien. Die Brasilianer lassen die verstorbene Fußballlegende Pelé vor dem Hinspiel des Campeonato Pernambucano-Finals zwischen Retro und Sport Recife kurzerhand wieder auferstehen. Als überdimensionale Puppe mit brasilianischem Superheldenumhang betritt Pelé den Platz. Im Kreise von Spielern und Offiziellen darf er nochmal ran an den Ball. Sein verschmitztes Lächeln verrät, ist noch was im Busch. Aber offensichtlich liegt das tiefer drin. Genau, Thomas, wie auch die Lücke im Hosenschlitz verrät. Und dann passiert das Unglück. Der junge Mann unter dem Kostüm wollte doch nur seine Begeisterung zum Ausdruck bringen und hält kurzerhand seinen Arm aus dem Hosenstall. Ja, und seitdem doch nicht. Das Netz kann nicht mehr vor Lachen. Einige schreiben, es scheint so, als habe die Puppe etwas von dem Viagra genommen, für das Pelé zu Lebzeiten geworden. So kann man auch unfreiwillig reden.